noch was, wollte ich sagen. Also wenn so Videos zu Kenzen kommen, will ich lieber nicht reinbabbeln, weil ich denke mal, ihr wollt auch lieber das Video sehen. Was ist das hier? Ach, nix, okay. Ich hab gedacht, da wäre was. Oben auf, rechts auf der Minikarte sieht man sowas. So. Aufgeschlossen und durchgehen. Kann man auch irgendwie rennen? Ah, hier schlägt man. Starker Angriff. LT. Ausweichen. Ah, ja, alles klar. Was ist das hier eigentlich? Druckwelle. Gedanken, Beeinflussung. Schutzschild. Ups. Magische Falle. Feuerschaden. Okay. Ups. Salto. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Erste Quest. Sucht Ciri. Bin ich mal gespannt, wie sie... Ja, sie zieht sie, okay. Die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Bis gleich. Geht aber schon ganz schön ab, die Kleinen. Falsch. Was? Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Alter Schwede. Und ein Fehler. Oh, aber das Schwert noch auffangen. Ach, die ist sogar blind? Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Also, hat einen Verband auf den Augen. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht nicht. Eine Entschuldigung reicht nicht. Nichts ganz böse. Du wirst Gule und Algule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Ja, Tutorial beginnen, bitte. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbein? Jetzt bin ich mal gespannt.
Wenn du fällst, vielleicht. Sprinten erhalten, okay. Gott, fängt da schon gut an, ey. Ah, mit B hoch, alles klar. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Zeig mal, wo es lang geht. Siri, ja. Lass den Quatsch. Wie klein uns verarschen will. Ja, weiter geht's. Ich bin da. Autsch. Ich bin schon runtergefallen. Hast du Probleme? Soll ich zurückkommen und dir helfen? Was hat die da gerade gesagt? Erster! Na, ob sie zurückkommen soll und zu helfen? Wie geil. Ey. Diesen Blick. Was hast du erwartet? Haha, erster. Alter, hat er Narben im Gesicht. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern. Das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Genau. Hm, du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Wenn du dich nicht raus, du hättest sagen können, dass du die Übung gemacht hast. Und... Ja, das hört sich doch an. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Was stimmt, meinst du? Kommt irgendwann. Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Bestimmt kommt irgendwann mal ein Spiel raus mit der Siri. Kampftutorial. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Siri ist gerade mal eine Novizin. Na, dann schauen wir mal, wie das Zieh jetzt Zieh das Schwert, geht. Geralt. Ja. Ah, alles klar, so zieht mein Schwert. Schnelle Hiebe. Alles klar. Eins, zwei, drei. Und eins. Schlag richtig zu. So stark du kannst. Beim Zuschlagen nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Nimm dies. Ich hab dich nicht. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Na, was jetzt? Ausweichen, alles klar. Ja, komm. Zeig, was du kannst. Mist. Oh. Ja. Oha. Voller Weite. Zack. Ich glaube, zu den Paraden. Mit Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Komm schon, komm näher. Ist einfach. Simuliere jetzt, überlebe später. Konter! Schlag gegen Schlag!
Was unmittelbar mein Gegner? Was? Drücke unmittelbar vor dem Angriff deines Gegners LT. Ja, das ist doch die Taste, ja. Komm schon! Nimm dies! Ja, dann mach. Ah! Alles war einfach. Ja, habe ich vorhin falsch gemacht, irgendwie, keine Ahnung. Kann ich doch draufbleiben einfach. Komm, schlag mal. Mist! So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Quen. Da ist Quen. RT. Ciri. Quen wird manchmal der Hexenschild genannt. Schau gut zu. Dann siehst du gleich warum. Ah, das ist ein Schutzschild. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Schönes Feuerschaden, alles klar. Art, Geralt. Na los. Was, LB? Achso, ja klar. Achso, Art. Jetzt habe ich es kapiert. Auf zu prallen, Geralt. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Bringt alles aus dem Rhythmus. Scheiße. Zeit für Axi. Fluch, ich hasse dieses Gefühl. Da. Gedankenbeeinflussung. Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Axi ist betäuben, okay. Das ist schon mal gut. Erden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Aua. Ich bin zu alt. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Was, LB? Ach, da unten Bombe. Das muss man jetzt erstmal rauskriegen, so langsam. Also ist ein bisschen Übung drin. Was stelle ich nochmal für den Ort? Bin ich doch. RB. Komm schon! Drückt. Ach, da hinten ist hier. Ah, verdammt. Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Erstmal gediegen Schwert wegstecken. Was ist Kopf ab? Nee, hä? Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Aber ich muss sagen, das Spiel läuft flüssig. Vielleicht kann man doch noch eine Grafikstufe höher stellen. Ciri? Ja, wo ist sie denn jetzt? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was zum... Was geht hier?
jetzt ab. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wasserwolf. Nein! Ein Traum?